didn't even get to cross. Moin moin und willkommen zurück bei Let's Play, Let's FIFA, Let's Verlier, Let's Lose, keine Ahnung. Auf jeden Fall spielen wir heute wieder eine Runde FIFA Ultimate Team, aber auf der PlayStation, nicht auf der Xbox diesmal. Ich habe es für beide Konsolen. So nach dem Motto, wenn es auf der einen scheiße läuft, dann auf der anderen probieren und dann läuft es auch scheiße, dann mache ich die ganze Kacke aus. Ja, auch die Mastil echt im Trikot, im Heimat-Trikot, man ist ja doch ein bisschen Heimat verbunden. Und ja. Musik habe ich diesmal ausgeschalten, weil ihr habt es gemerkt, ich musste das dann ein wenig komisch cutten das letzte Mal, weil YouTube rumgeningelt hat wegen Musik und Lizenzen und so. Deswegen war das ein bisschen merkwürdig geschnitten, deswegen habe ich die jetzt ausgeschalten, dass wir uns auch hier frei im Menü bewegen dürfen, ohne dass da irgendwas gekürzt wird. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier auf der PlayStation, ist alles ein bisschen anders als auf der Xbox. Hier bin ich immer in der Liga 2, ne? Was ich auf der Xbox noch nie war, weil da darf ich, wenn es gut läuft, überhaupt mal über Liga 5 hinaus. Weil man da teilweise komische Gegner kriegt und hier läuft das eigentlich alles relativ gut am Schnürchen. Deswegen machen wir jetzt auch einfach mal gleich ein Ligaspielchen. Mannschaft ähnlich wie auf der Xbox, zumindest die deutsche. Und dann haben wir hier noch eine englische am Start. Wir machen es wieder wie das letzte Mal immer ein halbes Stündchen pro Aufnahme. Also zwei Spiele mit jeder Mannschaft eines. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Kann nur besser werden. Bisher liefen die Aufnahmen ja eher semi-elegant. Und na gut, wir sind jetzt Liga 2. Da kann man schon auch teilweise mal schön auf den Sack bekommen. Aber ich gebe mir Mühe. Gegner hat das Spiel verlassen. Das ist ja schön. Hoffen wir mal, dass wir jetzt hier relativ flugs einen finden. Dass wir nicht über unsere Zeit kommen. Zeit brauche ich eigentlich nicht stellen, weil zwei Spiele sind zwei Spiele. Die dauern, wie lange sie dauern. So, haben wir jetzt jemanden? Ja, wir haben jemanden, FC Milad. Ja, dann nimmst du halt schwarz, mir der Latte. So, was haben wir denn? 85, es geht der Bobbel los. Ha, na gut. Auch für Neuer hat es noch nicht gereicht, oder was? Das war schade. Das ist ja sehr ärgerlich. Können wir vielleicht darauf spekulieren, dass man irgendwie einen scheiß Einwurf macht oder einen scheiß Abschluss. Wenn die da eine Chemie haben von unter der Tonne. Ich spiele auch ohne Kopfhörer, ich habe den Ton relativ leise am Fernseher, weil ich brauche jetzt eh keinen Ton. Kommentatoren sind auch aus, weil die sonst nur stören würden. Ach gut, aber wie er hinfliegt, da können die schon wieder kotzen ohne Ende. Meine Fresse. Wollen wir vielleicht mal zum Ball ein Stück hinlaufen, Herr Reus? Danke. Die Flanke kommt gut! Nee, Aubameyang springt natürlich drüber. Ja, wenigstens hast. Ach, das war mein Kopfball. Ne? Interessant. Interessant, dass meiner denn da hochköpft. Oh, wie ich wieder den Mittelfeldspieler nicht bekomme. Der ja da noch was ausrichten könnte. Na, läufst du vielleicht mal hin, das Jack? Danke. Oh, herrlicher Pass. Ah, Zuckerpass. Boah. Ey, wie ich das auch liebe, ne? Wenn die immer einen halben Zentimeter am Fuß vorbeirollen, die kriegen es nicht hin, da mal den Fuß rauszuhalten. Diese Arschnasen. Ja, dann Affe ein bisschen um. Ich bin schon wieder gut drauf. Weil ich vor uns, Bombenpass, Alter. Weil ich vor uns nicht den letzten Punkt machen durfte, um in Liga 1 aufzusteigen, tatsächlich. Es war mir nicht vergönnt. So, lauf, Reus. Lauf. Danke. Kriegst du den? Ja, den kriegt er natürlich nicht. Hauptsache, ich habe eine Rente 93, aber kann den Ball nicht erlaufen. Boateng, wollen wir vielleicht mal zum Kopfball springen? Ach, herrlicher Pass. Ach, ist das ein Schwachsinn. Der Pass ist abgefangen und trotzdem kriegt er den wieder auf die Flossen. Es ist so ein Schwachsinn. Hier, sowas ist doch... Das darf doch nicht passieren, sowas. Das geht mir auf den Ach, ich könnte... Passen. Gleich ausführen, danke. Ich breche hier die Wände voll. Ja, lecker.
sind denn das für Passspiele? Da wird immer schlecht, ey. Mann. Ist nicht euer Ernst. Ja, na klar. Wie kann da den Pass noch spielen? Wie ist es möglich, dass er den Pass da noch spielen kann? Na klar ist der... Oh, ey. Der letzte wichtige Pass wird natürlich wieder abgefangen. Ja, wie soll es auch anders sein? Ich kotze die Wand an. Bitte gegenseitig im Weg umstellen. Nein! Er kann ihn natürlich nicht irgendwie ein Stück nach unten legen, dass er da vorbeikommt. Er muss in den Mann reinrennen. Trip Trap? Ja, klar, muss er den Mann anschließen. Das ist alles aufregend. So, hat jemand Bock hier ranzukommen? Hallo? Ja. Jérôme. Jérôme Bourton. Zuckerpass. Was sind denn das für Passspiele, Jungs? Ich bitte um Zampus. Hier, Herr Thomann. Ach, das ist so ein Schwachsinn schon wieder. Warum kommt denn der verfickte Trapp nicht rausgerannt, ey? Oh, so ein Blödsinn. Vor allem kann er den da, wie kann der den da noch vorbeischießen? Alles klar. Man hätte ja auch einfach mal grätschen können, Herr Trapp. Dass man den Ball Hauptsache weg. Nein, natürlich nicht. Ist zu viel verlangt. Kann man nicht tun. Das kann man nicht tun, sowas. Ja, komisch. Bei ihm klappt's. Bei ihm klappt's komischerweise, dass da die Grätsche kommt. Und schön, wie er jetzt meinen Angriff versaut, ne? Oh, wieder so ein Pussy-Lecker, Alter. Ganz große Mode. Wenn es eng wird hinten und man kommt kurz an den Ball, erstmal Pause drücken, dass der andere ja den Angriff nicht ausführen kann. So ein paar Arschmahnende. Mann, 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 Mann. Kumpel, es gibt Leute, die müssen auch noch übermorgen arbeiten. Drücke bitte den Knopf. Oder ist der Mutti reingekommen? Ja, Mutti ist reingekommen. Seltsame Musik hier draußen. Oh, könnten wir jetzt bitte mal weiterspielen? Oh, wie mich das nervt, ne? Wie mich sowas ankotzt. Danke, dass wir hier mal weiterspielen dürfen. Zwei Leute stehen dort. Ja, dort soll der Ball hin. Ja, und wo rollt der Ball hin? Die Leute laufen sich ineinander, laufen ineinander. Wo rollt der Ball hin? Nicht zu mir auf jeden Fall. Oh, der Ramos, ne? Kann der auch mal einen Ball kontrollieren, ohne dass der verspringt? Ist das im Bereich des Möglichen oder eher nicht so? Ja, genau dorthin. Was sind denn das für Passspiele, EA? Die Kollisionsabfrage hier ist für den Arsch, ne? Oh, jetzt wollte er hier auch noch rumaffen, habt ihr das gesehen? Auf die Schnauze geflogen. Ah, das ist doch lächerlich. Ah, das ist doch lächerlich hoch 10, was hier schon wieder abgeht. Mann, ey, hallo. Wollen wir vielleicht mal zum Ball hin? Oder eher nicht so? Haben wir keinen Bock mehr. Es ist so ein Schwachsinn. Das kotzt mich in der Fresse an, entschuldigen. Ja, dorthin, dort hoch. An drei Spielern vorbei will da den. Ne. Will da den flachen Pass schießen. Ach, das ist ein Wahnsinn. So, lauf, Pierre Emmerich. Nee, kann man nicht gewinnen, komm, komm. Ach, dort hoch. Warum denn dort hoch? Dort unten stand Ramos vollkommen alleine. Nee, wir müssen den Ball dort hochkloppen. Du bist wohl vom Fisch gespuckt, du Arme. Meine Fresse. Könnten wir jetzt ja vielleicht auch mal irgendwie einen Ball nach vorne bekommen.
Oh, und der Emmerich bleibt liegen. Der bleibt liegen, der Emmerich. Oh, es ist zum Kotzen. Ja, oh. Der Trapp kommt wieder nicht raus, ne? Es ist lächerlich. Was ist denn mit euch los, Jungs? Reißt euch am Penis. Ich darf gerade hier wieder richtig viel im Spiel. Ist auch immer lustig, dass die drei Pässe brauchen, um in meinem scheiß Strafraum zu sein. Und ich komme einfach nicht durch. Komm mal noch an den Ball ran, bitte. Danke. Diese Pässe. Mit wie vielen Leuten steht denn der aber auch hier hinten? Es ist doch ekelhaft. Ja, na klar, bleibt der Ball bei dem liegen. Ja, es gibt da, ist ja kein Problem. Es ist zum Kotzen. Hallo, darf ich vielleicht den Boateng mal kontrollieren, EA? Oder wie ist denn das jetzt hier? Mann. Ach, interessant, dass er keinen Torschuss hat, aber da für die Insel. Ich darf heute nichts. Ich habe heute früh schon ein paar Spiele gemacht. Ich darf nichts heute. Ich frage mich, warum ich überhaupt die Scheiße hier aufnehme. Ach ja, wir können ja noch nie genug Rennen mit Reusen. Ne? Müssen wir noch 7 Punkte abholen. Eier Gott. Ist zum Kotzen. Und wenn die sich dann bloß im Kreis drehen, oh, da kotze ich die Wand an. Können wir jetzt vielleicht mal den Ball hier rauskicken? Danke. Mann, ey. Herr Reus, wollen wir uns vielleicht mal bewegen? Ja, bitte mit noch weniger Karma spielen den Ball. So, der Spieler konnte gerade nicht schießen, weil er gefoult wurde, EA. Ja, seh du, Dümpja. Jetzt rennen, ja, das fetzt die Sau. Ja, Oh, ist das geil. Natürlich kriegt man den Ball nicht. Er muss die Ecke bekommen. Er muss die Ecke bekommen. Boah, Muschi. Ist zum Kotzen. Einen Pass muss da spielen. Und da ist dort, wo er hin will. Ah, da muss er auch bloß den Fuß raushalten. Ah, leck mio, lecco mio. Und rennen. Ja, rennen. Und bitte. Ja, wenn ich das sehe. Wenn ich das schon wieder sehe hier. Das ist ja ganz großes Tennis. Wo rennt denn der Aubameyang rum? So, darf ich jetzt vielleicht hier auch mal irgendwas mit dem Spiel? Oh, herrlicher Pass. Dort sollte da hin. Man hätte ja auch unten auf Aubameyang spielen können. Nein. Wir müssen so einen dämlichen Scheißpass spielen, wo man es auch gleich hätte sein lassen können. So, jetzt vielleicht mal. Nee, er darf wieder nicht schießen, weil er wieder gehalten wird. Und das interessiert dieses Scheißspiel nicht die Bohne. Das ist der Wahnsinn. So ein Scheißpass. Wieso spielen denn die so eine Krütze zusammen hier? Das kotzt mir schon in der Fresse an. Ja, dort konnte man den Fuß auch nicht reinhalten. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ach, sicher doch. Ah, und er genau auf Dumpja. Ja, so ein Zufall, dass der Ball genau auf Seedu Dumpja fliegt. Ja. Da kloppt meine Leute um, obwohl die nicht mehr einen Ball haben. Lust. Wieso hat denn dann die Flanke gebracht?
drückst auf den Knopf wie ein Wally. Die Flanke kommt nicht. Die Flanke kommt einfach nicht. Genau, auf den Mann, na klar. Lass den Ball ja ins Ausliegen. Alles schon pass. Ich hasse es wie die Pest. Es kotzt mich in der Fresse an, wenn du den Knopf drückst, dass sie sofort einen Doppelpass machen und die machen es einfach nicht. Die lassen sich eine Zeit, nehmen den Ball erst an. Das geht mir auf den Kranz. Es ist eine Krankheit, das Spiel. Wahnsinn. Oh, was für Bombenpass. Was ist denn mit euch los? Was habt denn ihr für Probleme? Das ist doch eine Lächerlichkeit hoch 10 hier. Das Passspiel. Eine Chemie von 100. Ja, man sieht's. Was ist denn jetzt? Jetzt auf da hinten rum oder was? Oh, es kotzt mich in der Fresse an, solche Vögel. Oh. So. Ja, jetzt auch kann er die Fangen nicht kommen. Och, nee. Ganz ehrlich. Die haben da einen an der Waffel. Ja, und das passiert, wenn ich einen Ball abfange. Der hat einen Ball immer noch. Was sind denn das für Pässe hier? Alles klar, das Reus darf von da vorne hin zurückrennen. Rankommen muss. Das ist lächerlich hoch 10. Es ist lächerlich hoch 10. Und hier, Pass. Jeder Pass sitzt bei dem Affe her. Haben wir das gesagt? Ja, danke EA, dass ich schon bei 88 endlich mal einen Ausgleich treffen darf. Ja. Mann, Mann, Mann. Oh, es ist noch nicht vorbei. Ich fress schon nur eins. Ich sehe es können. Ich renne mit Reißblätter durch. Ja. Komm mal. Ich hab's gehabt. Ich hab's gewusst. Der Aft hier rum. Der Aft nur rum dreht sich im Kreis auf der Stelle. Und die Wichser kriegen es nicht hin, den Ball dort wegzutreten. Das kotzt mich so an. Das ist so ein Schwachsinn. So, ich versuche jetzt dasselbe. Bei mir funktioniert es nicht. Hier! Erster Gegner. Der erste Mann, den ich sehe, der kriegt es hinter den Ball an den Ball ranzutreten. Nee, bei mir nee. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also so ein Stumpfsinn dieses Spiel, so ein Stumpfsinn. Ja, hier kann sich Reus komischerweise auch bei jedem durchsetzen. Bei mir kriegt er das nicht hin, da bleibt an jedem Vogel hängen. Es ist eine Lachnummer dieses Spiel, es ist Wahnsinn. Es ist der Hammer. Ja, machst du jetzt bitte mal deinen scheiß Einwurf, du Eierkopf. Das kotzt mich an. Jeder alleine, du blöder Eierkopf, du. Ah, ist aber ärgerlich, dass du ihn getroffen hast. So ein paar Lutscher, du. Meine Fresse, alles klar. Da dreht sich der Plate im Kreis, keiner kriegt es hin, diesen Ball dort wegzunehmen. Reus kann dort gemütlich dran, überall dran vorbeilaufen, keiner kann ihn aufhalten, meiner bleibt am erstbesten Mann hängen. So ein Schwachsinn. So ein riesengroßer Stumpfsinn. Ja, zwei Schüsse, zweimal treffen. Eieieiei, ist EA heute wieder in Hochform hier. So ein Schwachsinn.
Mann. Na, wie gesagt. 9. war es wieder übrigens. Echt Zufall. Oh, ist Sergio? Nee. Wenn ich das schon sehe. Wenn ich ditte schon wieder sehe. So, na gut, kann ein bisschen besser werden. Oh, geil, mal wieder eins zu gewinnen langsam. Yay. Wie wär's denn? Wenigstens pisst's mal nicht. Komisch, wenn ich eine Grätsche mache, hat er gleich den nächsten Ball. Hat er schon Pass. Meine Fresse. War schön reingeschlemmt, das Ding. Santi Carzola. Das gucken wir uns gerade noch dreimal an. Das sind wir Kumpel, wie es auch. Aber es wird nicht lange anhalten. Es wird nicht lange anhalten. Ach, Skillfoul, ey. Ja, alles klar. Da klappt den Mann dort um. Wahnsinn. Ja, das passiert, wenn der Gegner einen Ball abfängt. Der hat sofort einen Ball. Bei mir fliegt er immer gleich zum nächsten. Ah, Lacazette. Ah, Lacazette. Ist im Abseitsstand. So, hat mal jemand Bock hier ranzukommen? Danke. Herr Zabaleta. Zabaleta. Zabaleta, Zabaleta. Oh, warum läuft denn hier keiner? Warum auch immer dabei jetzt, wo dort liegen geblieben ist. Fabrikas, den kannst du immer machen. Bombeneinwurf. So, läuft sie schon mal einer frei. Warum läuft denn der aber auch dann 3 Schritte zurück? Oh ja, wir machen es mit Hacke. Wir haben ja wahnsinnig viel Platz dort gehabt. Dann machen wir es mit Hacke. Lass ja den... Aaron Ramsey. Aaron Ramsey. Wie so ein Behinderter, wenn ich mich freue. Also wie wenn ich mich aufreg. Wie so ein Behinderter. Oh, Alter. Das ist kaputt. Mensch, Costa, musst du meine Beine in der Hand nehmen? Junge! Ach, da war neben Außerball. Und dieses übers Mittelfeld gerennt. Da denkst du, du spielst doch gegen Computer. Hallo, passen. Danke. Nee, da macht's nicht. Nee.
Diesmal hatten wir auch mal Mehl, dass da gleich mal zurückgeflogen ist zum nächsten. Entschuldigung. Ich hoffe, es ist nicht wieder zu laut, mein Rumgepläge. Ich habe das Mikro extra ein bisschen weiter weggestellt. Eigentlich. Ich dachte schon, erste Aktion. Erster dämlicher Schuss von irgendwo weit hinten da drauf treffen. Ich sehe es schon wieder kommen. So, wenn wir dann dafür ein bisschen rum. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Nee, nicht gut. Man soll es halt doch sein lassen mit diesen scheiß kurzen Abgespiele, ey. Mann, sowas Beklopptes. Aber den hätte man auch abfangen können. Harte Gier. Davon mal abgesehen. So straff wurde er nie geschossen. Ja, E-Pass. Ein Pass. Da ist durchs komplette Mittelfeld durch. Also. Man soll halt diese scheiß kurzen Abspiele durchlassen. Ja, mal eine Lehre. Mal wieder. Aber man muss halt mal erst eins fressen. Quadrado, läufst du vielleicht mal bitte? Bleib da dann dort zurück. Ja, na sicher hat der dann Ball. Oh, ist das ein Schwachsinn. Ist das ein Schwachsinn. Ist ein Schwachsinn. Wieso hat denn der in dem Zweikampf dann den Ball und kann vor allem nicht sofort weiterlaufen? Das kotzt mich an. Also so ein Blödsinn. Ja, ah, Diego Kosten nach New York, ich glaube, das ist schön. Ist klar. So ein Schwachsinn, du. Wieso hat denn der dann dort in der Mitte den Ball auf immer? Das geht doch gar nicht. Das kotzt mich schon wieder so endlos an, endlos an. Können wir vielleicht den Ball gleich mal wegtreten, ohne den erst anzunehmen. Zieh, Costa, zieh. Nee, scheiß Schuss. Ach, der kann den Pass. Der war eher am Ball dran. Ah, interessant. Oh, so ein scheiß Schuss. Ich dachte, der kommt raus mit dem Wichser. Ter Stegen. Drecksack. Und da folgt jetzt die Bestrafung auf dem Fuße. Oh, wir machen es mit Hacke. Jawohl, aus dem Strafraum klären wir mit Hacke. Ich reg mich auf dieses scheiß Hackengespielete. Na, was ist denn das? Das ist doch nicht regelwidrig. Das ist doch nicht... Nee. Innerhalb des Reglements. Der Ball bleibt bitter irgendwo liegen. Ja, das ist so ein Blödsinn. Ja, da. Schön, danke, EA, dass ich wieder einen Falschen kontrollieren darf. Ist eine Lachnummer. Warum fliegt denn da bei dem Kopfball auf die Schnauze? Ach, da waren wir. Ach, das ist Wahnsinn, dass er trotzdem an den Ball rankommt. Der Ball war abgefälscht und er kommt trotzdem an den Ball ran. Ja, herrliches Passspiel. Herrliches Passspiel, EA. Da sollte auch einen Langabwurf in der Mitte machen. Nee, da macht einen kurzen. Haben wir den vielleicht jetzt mal mit dir. Danke. So eine Aufregung. So eine unnötige Aufregung. Und da findet den Knopf. Da findet den Knopf wieder nicht. Oh, es regt mich auf die Sekunden.
Schön, dass ich meinen Verteidiger nicht stören darf, EA. Ich drück den Knopf und darf ich den kontrollieren? Nee, darf ich nicht. Warum? Mit welcher Begründung wird der Ball... Ja, ist das ein Schwachsinn? Oh, ärgerlich, war abseits. Das ist ein blöder Glöwe. Warum spielt denn der... Ich drück den Stick. So. Warum spielt er den schräg runter? EA, kannst du mir das verraten? Weil die Eingabe hier, die kannst du, die ist für die Tonne hier in diesem Spiel. Trischt den Ball einfach nur weg zum Klären und gleich auf den nächsten. Das ist so ein Blödsinn. Ja, oh, man konnte wieder den Fuß nicht raushalten, ne? Ja, ist auch sicher. Wie auch immer da jetzt dort vorbeigekommen ist. Wegtreten, danke. Ach klar, und dann kommt David Luiz von unten angerannt. Gar kein Problem. Warum läuft denn... Ja, genau, EA. Ihr habt's richtig drauf. Ihr habt's richtig drauf mit eurem Spiel. Ist klar, dass da dann am eigenen Mann, der dort liegt, hängen bleibt. Ist klar, Quadrato wird ja eingeholt von irgendeinem Vogel. Das ist der Wahnsinn. Ich hab den Stick nach hinten gedrückt, dass er sich umdreht, EA. Nicht, dass er den Bogen läuft. Ja, oh, herrlich. Ja, super. Kling. Es war nur eine Frage der Zeit, ja. Es war nur eine Frage der Zeit. Und wieder Ball verloren, weil EA die Eingabe nicht zweckmäßig umsetzen konnte. Da sollte Stopp machen, sich drehen und nicht einen Bogen laufen, dass der einen Ball wegnehmen kann. Das ist so ein Schwachsinn. Das kotzt mich an. Dieses schwachsinnige Scheißspiel. Und trotzdem spielt man es immer wieder, diesen Schrott hier. Dieses Fotzenspiel. Ja, wieder wurde der Pass nicht gleich ausgeführt, wo ich den Knopf gedrückt habe. Das ist was. Und er hat nicht geschossen. Ich habe gleich nach der Ballrolle schießen gedrückt. Nee, er läuft noch einen Meter vor. Warum auch immer. Warum auch immer. Und wir machen es wieder mit Hacke, dass es wieder scheiße wird. Das ist Wahnsinn. Dieses abgefuckte Hackengespiele. Hätte ja auch auf Jovic spielen können hier vorne. Da vollkommen alleine durch gewesen wäre. Nee, wir spielen den kurzen Ball auf Costa. Ach, so ein Schwachsinn. Das ist der Hammer. Hammer den Ball. Mann, Mann, Mann. Ach ja, auf den Verteidiger wohl. Oh, ey, das ist doch lächerlich! Lächerlichst! Ich finde ja gleich keine Worte mehr für die Scheiße. Ach ja, und dann kommt so ein Schuss. Ach, ich lach mich kaputt. Ja, den Ball könnte man wieder nicht erlöfen. Ach, ist das ein Blödsinn. Abseits. Ist klar, du führst hier 3-0 und dann darfst du dir 3 solche lächerlichen Buden einfangen lassen. Weil EA wird doch nur Schrott macht. Wo schön, wie jetzt der Ball auf den gespielt wurde, der dort angerannt kam, ne? Wahnsinn. Ja, super Pass wieder. Traumpass. Und da kann er nur auf seinen scheiß Lacazette vordreschen, ne?
So, Eierköp. Danke, dass ich auch mal das treffen konnte. Es sind noch 10 Minuten. Da kann noch alles passieren. Ich kann das Ding nur noch 6 zu 4 verlieren. Mann, 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 Mann. Ja, lasst euch nicht so feiern. Ihr fresst bestimmt immer eins. Was ist denn jetzt? Fabrika ist immer so kaputt ist. Ja, muss ich halt auch noch einer bringen, da noch ein bisschen rennen kann. Oh, was ist denn hier los? Rein! Denn hier ist da wohl zu langsam oder was? Okay, ach, ist klar. Ist das ein Schwachsinn, dass da noch zweimal zum Nachschuss kommt hier. Der Ball war eigentlich schon im Aus, aber ist okay. Oh, warum bleibt denn der Costa wieder stehen? Ich sehe es schon kommen hier. Ich sehe es schon kommen, dass ich hier noch eins fresse. Warum bewegt sich denn der Costa da nicht? Ich verstehe es nicht. Das war gerade der Einwurf von meinem eigenen, oder? Das sah gerade so aus. Wofür ist denn das? Wer ist denn hier so lahm? Komm, zieh, Quadrado. Oh, schön aussteigen lassen die zwei Kunden dort. Herrlich. Na gut, jetzt sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, aber ich will hier nichts beschreien. Ich will hier nichts beschreien in diesem Spiel. Oh, wie sie abgehen, wie Zäpfchen. Endlich hast du mal das gemacht, wofür ich dich gekauft habe, zum Rennen, du Eierköp. Oh, es ist logisch, EA. Ja, Lacazette drängt Quadrado einfach mal so weg. Oh, sitzt jetzt fresse ich bestimmt noch Freistoß drauf. Ich sehe es schon kommen. Ja, doch, noch nicht. Wie der den einfach. Du drückst den Stick nach rechts, dass er den nach hinten kickt. Was macht er? Ins Auskicken, dass es eine Ecke gibt. Ah, genau. Kommen wir vielleicht mal, danke. Oh, der Costa rennt wieder zurück. Nee, der darf nicht schießen. Der darf nicht schießen. Ist das eine Lächerlichkeit, dieses Spiel? Der darf nicht schießen. Ah, Wahnsinn. Ja, ist klar, das kann wieder mit einer Grätsche klären. Im Strafraum kann der wieder mit einer Grätsche klären. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer. Aber ich will mich nicht beschweren, wir haben ja eins gewonnen. Aber es war wieder, nee. Was man hier wieder an Nerven lässt. 3-0 Führung, da müsst ihr erstmal wieder 3-3 hier, 3 Buden einschenken lassen. Eieieiei. Ich finde gleich keine Worte mehr. Mann, 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 was haben wir denn noch so auf der Bank? Na, mal gucken, ob wir halten dürfen. 9 Punkte fehlen noch. 3 Siege aus 7 Spielen. Wird eng werden. So, na gut. 30.000 Münzen, mal gucken. Ich überlege mir mal, ob ich vielleicht mal investieren sollte. Demnächst Becken mache ich ja keinen auf in diesem Scheißspiel. Ich habe bisher nur Schrott gezogen. Nur Schwachsinn. Promo. Jumbo Premium. Gibt es das denn für Gold? Nee. Natürlich nicht. Na gut.
Mal gucken, für 30.000, vielleicht gehen wir nächstes Mal mal ein bisschen einkaufen. Ich guck mal, was wir da noch so machen können. Ansonsten war es das mal wieder sehr nervenaufreibend, sehr laut, sehr von Flüchen behaftet. Aber was soll's, das Spiel ist ja zum Aufregen da. Bis zum nächsten Mal, haut rein, schönen Tag noch.